Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Hallo und herzlich willkommen zum ersten großen Weihnachtswochenende. Sie wissen, 10. November, die ersten Weihnachts- und Christkindlmärkte eröffnen heute ihre Pforten. Deshalb habe ich gleich eine ganz spannende Information für Sie. Ich habe mir die Preise heuer der Glühwein und Punsch angesehen und Sie müssten aktuell 254 Becher Punsch trinken, um sich eine Unze Gold leisten zu können. Den Heferleinsatz habe ich hier noch gar nicht mitgerechnet. Also ja, das würde wahrscheinlich bedeuten, Sie haben gravierende Kopfschmerzen das ganze Wochenende hinterher. Nein, so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Sie sehen, passend zum Anlass steht die Dekoration schon bereit. 4 rote Säckchen hat man mir hingelegt. Meine Kollegen waren so nett und haben das vorbereitet. Ich muss mich jetzt selbst überraschen lassen und werde Sie jetzt mitnehmen beim Auspacken, um zu sehen, was wir heute hier bekommen haben oder was wir, ich vermute, dass diese 4 Säckchen schon symbolisch für die 4 Adventwochenenden stehen. Okay, ein Schwan, ein Emu, aha, okay, ja, ich denke, ich weiß, worauf da meine Kollegen hinaus wollten. Ein Ochse, okay. Na, dann ist da drinnen sicherlich ein Känguru. Also ich traue mich jetzt fast wetten. Ja, ganz genau. Okay. Ja, das macht jetzt Sinn, denn Sie wissen wahrscheinlich, dass wir im letzten Jahr ein bisschen unterwegs waren in der Weltgeschichte, viel in Österreich, aber wir sind auch gereist über den Atlantik. Es ist noch gar nicht so lang her zur Canadian Mint. Heute reisen wir offensichtlich über den Indischen Ozean zur Perth Mint nach Australien. Jetzt wollen Sie natürlich genau sehen, was da auf diesen Münzen drauf ist. Na dann bitte kommen Sie näher, kommen Sie ran. Ich hätte hier einmal einen Schwan aus 2021. Von diesem Schwan wurden, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5000 Stück nur produziert. Auf der Rückseite, jetzt völlig überraschend und unerwartet, natürlich Königin Elisabeth. Dann das Emu, von dem wurden ebenfalls 5000 Stück produziert und das Emu ist auch aus 2021. Zur Information, das Emu ist der zweitgrößte Laufvogel nach dem Strauß. Zum Fliegen reicht es leider nicht, da ihn Mutter Natur mit zu kleinen Flügeln ausgestattet hat. Also die Rückseite, pardon, natürlich wieder Königin Elisabeth. Und dann, naja, einen stolzen Bullen, einen Ochsen. Eine besondere Münze, da dieser Ochse aus der Luna Serie 1 stammt, Jahrgang 1997. Von dieser Münze gibt es 13.709 Stück. Die Luna Serie ist eine eigene Serie, zu der es später einmal ein eigenes Video geben wird. Also wahrscheinlich nächstes Jahr, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und ganz klassisch das Känguru, auch Golden Nugget genannt. Dieses Känguru ist aus 2014. Hier steht es stolz und prächtig da. Sie wissen, das Känguru schaut auch jedes Jahr anders aus und heute gibt es unterschiedliche Designs, sogar mit Baby-Kängurus, also unterschiedliche Gestaltungsvarianten. All diese Münzen haben auf der Rückseite, wie erwähnt, Königin Elisabeth, aber viel wichtiger, sie haben auf all 4 Münzen den Nennwert von $100. Sie wissen, ich habe Ihnen den Nennwert, glaube ich, schon einmal erklärt. Die Nationalbanken garantieren Ihnen, dass diese Münze, selbst wenn der Goldkurs tatsächlich in den Keller rasseln sollte, was angesichts der aktuellen politischen Situation nicht der Fall sein wird, ganz im Gegenteil, eher gestiegen, wie Sie wissen. Diese Münzen behalten auf alle Fälle immer den Wert von $100. Sollten Sie jetzt also mit dem Gedanken spielen, Gold zu schenken zu Weihnachten, wir haben diese Münzen, diese 4 Münzen aktuell im Haus, wir haben sie zufällig bekommen, deshalb freue ich mich, dass wir sie anbieten dürfen. Sie wissen, Anlage Gold ist steuerfrei, Sie wissen, die Steuern werden nächstes Jahr im Jänner wieder erhöht, also ist das mit Garantie eine vernünftige und sinnvolle Investition in ein nachhaltiges und vor allem in ein wertsteigendes Weihnachtsgeschenk. Kommen Sie gerne vorbei, schauen Sie sich's an, bin im Haus, gerne für Sie da.
darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche dem einen oder anderen viel, viel Spaß beim ersten Punsch oder Glühwein an diesem Wochenende. Bis dahin alles Liebe und Baba.